Regional, frisch und direkt vom Erzeuger, das versteht man unter gesunder Ernährung. Und genau das gibt es seit 30 Jahren am Bauernmarkt in der Stadtmitte von Parsberg. Dieses Jubiläum wird nun gefeiert. Vor genau 30 Jahren standen die ersten Verkaufsstände auch hier, erzählte uns Josef Beer, der Mitbegründer dieses Marktes. Wir haben ja damals ja, nur Stände aus Holz, ein bisschen Überdachung, eine Plane als Dach. Und da sind wir auch hinter der Kapelle damals gestanden, am 6. Oktober. Damals hat es geregnet. Bei uns waren sogar 9 Stände und so weiter, also Angebot hätte schon gepasst. Bloß sind da ja, nach ein paar Jahren viele schon wieder abgesprungen. Haben aber wieder neue dazugekriegt, mehr oder weniger. Ja, und dann der nächste Markt war ja quasi die Zeit der Grenzöffnung. Da sind die DDRler mit den Treppis. Und die ganze Stadt, da ist da irgendwo so ein Bunker, da haben 700 Leute übernachtet geblieben, da sind alle durch die Stadt, also das war unheimlich. Du stehst da am Markt, das zweite Mal überhaupt, sind noch die Schmetterlinge im Bauch rum. Wir haben ja angefangen, da haben wir eigentlich ja, noch sehr wenig Erfahrung bei der Produktion und auch im Verkauf gehabt. Wir haben das nicht gelernt, wir haben sich das angeeignet halt. Ne? Und nach 30 Jahren, naja, hat man schon was dazugelernt. Ne? Dazugelernt haben auch die Verbraucher. Denn mit unserer Umwelt sollte man in Zukunft schon sorgfältiger umgehen. Also ich finde es grandios, dass es diesen Markt gibt. Ich bin seit 23 Jahren in Parsberg, bin also nicht von Anfang an dabei, aber komme seit 23 Jahren zum Bauernmarkt. Und gerade die Diskussion, sei es Lebensmittelskandale, sei es unsere Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, zeigt ja, dass zumindest ein Teil der Verbraucher doch sensibilisiert ist. Und insofern kann ich es nur begrüßen, dass hier regionale Produkte frisch angeboten werden und auch nachgefragt werden. Und das schon seit 30 Jahren. Ein Erfolgsmodell, muss ich sagen. Zum Jubiläum waren zahlreiche Ehrengäste gekommen und freuten sich über den Erfolg dieses Projekts. Der bayerische Finanzminister betonte, dass die Verbraucher dies entscheiden. Ich habe gesagt, dass hier offensichtlich der Erfolg gewährleistet ist und über den Erfolg richten ja nicht irgendwelche Bauern oder Bürgermeister oder Minister, sondern die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und die kommen hier in Scharen, wie man sieht. Die sind bereit, sich hier anzustellen, damit sie gute Produkte kaufen können. Und das zeigt, dass der Bauernmarkt der richtige Erfolg ist, das richtige Angebot hat. Warum kauft man denn am Bauernmarkt ein? Fragten wir genauer nach. Ja, sie kaufen am Bauernmarkt ein. Warum denn eigentlich? Weil da alles so frisch ist und keine weiten Wege hat und wirklich gut schmeckt. Butter, Eier, Brot, Wurst, Käse, alles, was man so braucht. Weil es mir schmeckt, weil es frisch ist und weil es regional ist. Hallo, ja, die Frage, warum kauft ihr nie am Bauernmarkt ein? Wegen der Umwelt. Also ich kaufe ja hauptsächlich einen Käse, weil das ist der beste, was bei uns in der ganzen Region ist. Hallo, ja, die Frage, warum kaufen Sie denn Sie regional? Weil es gesund ist, danke. Warum kaufen Sie am Bauernmarkt ein? Ja, weil ich gerne regional einkaufe. Warum? Ja. Weil es da gute Sachen gibt. Frisch und aus der Region. Warum kauft man denn am Bauernmarkt ein? Wir kaufen regional ein. Warum kaufen Sie denn am Bauernmarkt ein? Ja, weil es einfach regional ist und günstig und trifft auch Leute. Man trifft sich also und bekommt frische, regionale Grundnahrungsmittel direkt vom Erzeuger, dem Bauern vor Ort. Man hat natürlich auch den Vorteil, dass die Lebensmittel ein Gesicht bekommen. Die Verbraucher können den Verkäufer, den Marktbeschicker auch fragen, wie dieses Lebensmittel erzeugt wird und vor allem, wie es dann veredelt wird. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns und für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft stellt sich die Frage, wie die Stadtmitte in Zukunft aussehen wird. Als Marktplatz auch, fragten wir Bürgermeister Josef Bauer. Und das wird ja unser Marktplatz werden. Dass da natürlich alles möglich sein sollte und natürlich ein Bauernmarkt da einen Platz finden sollte, noch besser aufgestellt werden kann. Das ist sicherlich ein Thema, denn es soll ja auch ein Marktplatz im tatsächlichen Sinne des Wortes werden und da werden wir auch dem Rechnung tragen. Wir machen dahingehend jetzt weiter,
mit der Planung. Baulich wollen wir das spätestens 2021 dann umsetzen. Im Landkreis sind 6, in Bayern sind es nur 170. Und es gibt 71 Landkreise. Wenn man das mal multiplizieren würde, müssten woanders deutlich mehr Bauernmärkte sein. Das heißt, der Landkreis Neumarkt war auch in dieser Hinsicht schon führend. Und die Bürgerinnen und Bürger haben erkannt, dass hier hohe Qualität geboten wird. Und die Bauern haben erkannt, dass es eine gute Marktchance ist. Also heute 30 Jahre, was wünschen Sie sich für die Zukunft des Bauernmarkts? Also ich meine, da bin ich eigentlich wunschlos glücklich, dass wenn es so weitergeht. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das, also die Nachfrage steigend ist. Weil einfach, wenn die ganze industrielle Landwirtschaft, die ist halt nicht gewollt. Also der Verbraucher möchte schon wirklich einfach nur eine bäuerliche Landwirtschaft, so jetzt einmal, ja. Besuchen Sie den Bauernmarkt jeden Freitag von 13.30 Uhr bis 18 Uhr in der Stadtmitte von Parsberg. Regionale Produkte, frisch und direkt vom Erzeuger. Wir lieben und machen Lebensmittel.